Ja, endlich. Wählen, schön. Der eine hängt da wohl schon ein bisschen länger. Oh. Ja. Die hängen da so ein bisschen rum, ne? Pass auf, Stone. Vielen Dank für den Kauf der Erweiterung. Dann bisher noch für Quest wurden gegen die erste Quest von Hearthstone ausgetauscht. Nein, danke. Ja, ab Stufe 30. Ihr sagt es. Habe ich Stufe 30? Nein. Blood und Wein. Modus kannst du alle Hauptquests des Hauptwegs spielen. Quest von Blood und Wein. Deswegen musst du zunächst die Quest ein Poet in Nöten abschließen. Gut zu wissen, werde ich mir eh nicht merken können, wahrscheinlich. Sind möglicherweise noch zu schwierig. Nehme ich im Quest, dann findest du eine Stufenempfehlung. Wenn Geralt diese Stufe erreicht hat, ist er bereit für diese Quest. Komm, wir machen die 32. Das würde nichts werden. Nie und nimmer. So, ja, das machen wir direkt. Das Erkunden können wir dann auch immer noch machen. Eine Leiche weht im Wind. So, das machen wir hier. Das doch, wir gucken hier uns alles nochmal in Ruhe an. Jetzt will ich diese Quest hier machen. Ja, ich sehe deine Muskeln. Ja, alles gut, alles gut. Ich kümmere mich auch noch um den Priester. Ich möchte nur erstmal an den Ort kommen, wo wir hin müssen. Das ist gar nicht mehr so lange dauert. Ah! Abzweigung. Okay. Leiche wie den Wind. Das war der Vater von diesem Kind. Er unterwegs ist im Faden zwischen. Oh Gott. Wieso fällt dir sowas ein? Fremder, dort drüben habe ich ihn gesehen. Oh, Scheiße. So. Oh, Schweinchen. Ein Festtagsbraten. Sie uns alle. Dann töte ich sie eben selbst und verstecke sie unter dem Holzfußboden. Diese Bastarde werden sie nicht kriegen. Gut, wir bedenken, okay. Danke. Frage in der Taverne noch angehen. Ja, okay, gut. Schenk nach, Schätzchen. Du hast genug. Keine Frau sagt, wie viel ich trinken darf. Die hat auf jeden Fall mehr als genug Falten. Sonst kannst du meine Handrücken probieren. Was willst du? Bist du Hendrik? Nein. Red nicht mit dem. Das bringt Ärger. Deine Falten auch. Wer regiert dieses Land jetzt? Der Baron. Durch wessen Dekret? Temeriens oder Nilfgaards? Durch sein eigenes. Es herrscht Krieg. Wer die Männer hat, hat das Land. Warum bist du so neugierig, hä? Der ist ja gut. Bis dann. Höchste Zeit, nach Hause zu gehen. Wir gehen, wenn ich getrunken habe. Geralt hat das mit dem Betrunkenen. Oh,
Bruno. Hallo, Bruno. Wir sind einfache Leute. Wir wollen keinen Streit. Okay, Bruno. Bruno will nicht. Und was ist mit dir, Tavernenwirt? Ich suche einen Mann. Nennt sich Hendrik. Was willst du von ihm? Ich möchte mit ihm reden. Worüber? Gib mir was Starkes zu trinken. Oh, wicht das Zeug. Uh-oh. Du musst verschwinden. Zur Hintertür raus. Wir kriegen Gesellschaft. Wer ist das? Wirt! Wodka! Wer ist das? Schicker Bart. Sieht aus wie ein tapferer Krieger. Hat zwei Schwerter. Hey, Grauhaar! Warum hast denn du zwei Schwerter? Bestimmt hat er auch einen zweiten Schwanz in der Hose. Bist du taub? Bestimmt. Spuck endlich aus, wer du bist. Als Ersatz. Oder soll ich dir die Worte mit dem Messer von der Zunge kratzen? Falls der andere nicht mehr geht. Wie wär's, wenn ich euch einen ausgebe? Wieso das? Ich habe Gold. So einfach ist es. Ich trinke nicht mit Fremden. Wir trinken eine Runde zusammen, dann sind wir keine Fremden mehr. Anschließend geht jeder seiner Wege. Und welcher wird deiner sein? Unterwegs nach Novigrad. Stadt der Huren und Hurenböcke. Auf euer Wohl und auf meins. Prost! Alkohol verbindet. Folge mir, wenn du rasten willst. Ich kann dir eine Bank anbieten. Ich ging ins Haus und da war dieser Trottel mit dem Typen, der aussah wie sein Sohn. Ein hübscher Junge, dachte ich mir. Dieses ja, das lief doch ganz, ganz nett. Danke, dass du mit diesem Schwein deinen Streit angefangen hast. Ja, alles gut. Ich stecke meine Nase nicht in die Angelegenheiten anderer. Nein! Er will doch nicht. Er ist sehr zivilisiert. Hm. Ja, ja, Gerard kann auch mal anders. Gerard kann auch mal lieb sein. Davon gehört. Auf der anderen auch wenn Seite es ihm schwerfällt. Heute früh sah ich dort ein seltsames Glühen. Kaiserliche Truppen auf Beutezug vielleicht. Wer weiß. Weißt du noch etwas über Hendrik? Merkwürdiger Typ. Kam grundlos aus dem Nichts. Machte sich an eine Witwe heran, deren Mann für einen Laib Brot niedergestochen wurde. Die Männer des Barons mögen keine Fremden. Ja, und er ging ihnen immer aus dem Weg. So als wüsste er stets, wann sie kommen. Er ist dann immer verschwunden. Danke, Wirt. Okay. Okay, Stufe 3, ja, das passt ja. Ich speichere dennoch. Weil ich glaube, ich langsam mal mein Fenster zumachen sollte. Oh, das mache ich ja mal ganz kurz. Sonst gehe ich mir hier gleich sonst noch was ab. Und Fenster ist zu. Wird nämlich doch langsam ein bisschen kühl. So nach 3 Stunden Lüften. Aber im Keller muss das leider ab und zu mal sein. Weil bei mir hier überall die Heizungsrohre lang gehen. Und es auf Dauer ein bisschen warm wird. Das, ja. Überhitzt hier noch irgendwas. Der PC sondert nämlich auch noch schön Wärme ab. So, wo ist mein Pferd? Das da ist mein Pferd. Pferdchen? Als wenn man so auf ein Pferd draufkommt. Ich hätte mir sonst was gebrochen.
Danke. So, warte mal. Da ist eine Anschlagtafel, ne? Ich will mir erstmal nochmal die Anschlagtafel. Kannst du nächste Reihe, oder? Ja. Aber sehr stark. Ja, das kann ich nicht lesen. Insane, das kann ich. Das kann ich doch aussprechen. Den Rest, ja, gut. Ne? Warnung. Herhören. Wer in den Wäldern Leckereien findet, wie zum Julfest, also Ingwerkuchen, Äpfel mit Honig, Schmalzkringel, Pasteten, dann widersteht, wie sehr euch der Magen auch knurren mag. Niemand, der von solchen Dingen aß, hat man bisher jemals wieder gesehen. Ah. Hänsel und Gretel, Leica. In einsamen Wäldern sind Schreie weit zu hören und Schatten reichen weit. Meide also das finstere Unterholz, mein Kind, damit dich auch nichts Wildes frisst. Helft uns bei der Bestattung, an den der Augen hat, zu lesen. Neulich ist unser Fallibor gestorben. Wir können ihn nicht würdig bestatten. Wir haben kein weißes Hemd im Haus, kein Stoff für ein Leichentuch, keine Bretter für einen Sarg. Wer etwas entbehren kann, der helfe uns bitte. Wenn ihr ihn nicht anständig in die nächste Welt schicken, würde uns aus Rache plagen. Naski. Vermisst Mikkel. Mein Bruder Mikkel wird vermisst. Wer ihn findet oder mir wenigstens sagen kann, was ihm zugestoßen ist, soll großzügig belohnt werden. Auch beim Baron werde ich ein gutes Wort für denjenigen einlegen. Bin in der Taverne am Scheideweg zu finden. Bruno. Vermisste Ehefrau. Gute Leute, habt Erbarmen und hört mein Flehen. Meine Frau Hanna ist verschwunden. Sie ist vor ein paar Tagen in den Wald gegangen und nicht zurückgekehrt. Ich bin ganz außer mir vor Sorge und zahle dem, der sie mir zurückbringt oder mir wenigstens sagt, wo ich sie suchen muss, jeden Preis. Nielen, Jäger aus Schwarzzweig. Ganz schön viele Vermisste in dem Dorf. Ja, ich würde mir ja Gedanken machen. Das ist ein Massenmörder oder sowas. So. Such in Heidfelde. Wo ist das denn? Okay, da hinten. Alter, da haben wir aber einiges zu tun in den nächsten Tagen. Gut, ich ahne schon, ich werde mich verlaufen. Oder mich in irgendwelche Quests verrennen. Mir spannt Übles. Das ist nur ein kleiner Teil der ganzen Karte, ja. Der einzige Teil der Karte, den ich bisher gesehen habe hier. Und natürlich das um Weißgarten rum. Alles andere kenne ich tatsächlich nicht. Wobei ich auch diese Map hier nicht komplett kenne. Den Teil hier. Nur ein Bruchteil davon. Ab hier an habe ich höchstens noch eine Stunde gespielt damals. Beim ersten Durchlauf. Okay, das ist das Dorf. So. Ich werde jetzt noch einmal ganz kurz eine kleine Pause machen und ganz kurz aufs Klo gehen. Ich habe jetzt... Gott, 4 Stunden habe ich ausgehalten. Ich hatte noch etwas weiter gespielt bis zum blutigen Baron. Okay. Ja, so weit kam ich gar nicht. Also ich weiß, dass ich da noch auf dem Weg hin war. Aber danach, glaube ich nicht mehr weiter. So, aber wie gesagt, ich bin in... Ja, gut 5 Minuten wieder da. Wahrscheinlich sogar weniger. Also, der bietet ja schon wieder. Hm? Ja, komm. Ja, perfekt. Von dir stellen wir jetzt einmal ab. Speichern. Ganz wichtig. Komische danke. Luft. Als ginge man an einem heißen Tag in einen tiefen Keller. Habe eben noch mal ganz kurz mit den Katzen geknuddelt. Zumindest mit dem einen, der mir über den Weg gelaufen ist. Der schon wieder der Meinung war, ach ja, es ist ja jetzt 2 Uhr morgens, ich habe Hunger. Nee, nicht um 2 Uhr morgens. 2 Uhr morgens kriegen die Katzen kein Futter. Aber unser Hungerhaken wurde trotzdem.
und ist enttäuscht, dass es nichts gibt. Okay, da. Hallo, ihr tollwütigen Hunde. Das sind aber ganz schön große Hunde. Denen möchte ich nicht im Dunkeln begegnen. Geh weg! Lass mich zufrieden, wer immer du bist. Verschwinde! Beruhige dich. Es ist vorbei. Ja, alles vorbei. Alles hoffnungslos. Das vergesse ich nie. Ich suche einen Mann namens Hendrik. Er soll in diesem Dorf leben. Ja, das hat er jetzt nicht mehr. Sie haben ihn in dieser Hütte erwischt. Wenn du seine Schreie gehört hättest, wie ein Mann schreien kann, wie er leiden kann. Erzähl mir, was passiert ist. Jedes Detail. Sie haben sie alle erwischt. Die Sonne ging unter und die Dämmerung färbte sich blutrot. Ich dachte nur, seltsam, die Kröten haben aufgehört zu quaken. Was geschehen ist. Nur Schrecken überall. Hendrik schrie, dann flehte er. Am Ende hörte ich nur noch Stöhnen. Ja. So geht's auch. So kann man auch ein Dorf niedermachen. Verdammt. Die Geister waren hier nur kurz. So, Frost, ja, hab ich ihm doch gedacht. Fehlt nur die Keule von Sauron. Nein, da setze ich keinen Fuß ran. Nie. Lebe wohl. Finde deinen Frieden. Aber die wilde Jagd hat hier tatsächlich überhaupt keine Ähnlichkeit mehr mit dem ersten Teil. Im ersten Teil waren da so blaue Geistgestalten. Und hier haben sie echt so ein bisschen Ähnlichkeit mit den Nazgul, finde ich. Nazgul und, ja, Sauron. So, beide sind eins verpackt. So. Jetzt dürfen wir wahrscheinlich hier seine Überreste suchen. Das kann ja lustig werden. Eisspuren um die Fußabdrücke. Wirklich? Na, guck mal. Er wurde gefoltert. Vielleicht haben sie etwas übersehen. Mal seine Taschen durchsuchen. Ganz steif, als hätte sie jemand im Winter zum Trocknen rausgehängt. Vielleicht ist etwas in seiner Jacke. Verdammt, er ist kalt wie Eis. Nichts hier.
Mal in die Stiefel schauen. Geronnenes Blut. Ein Schlüssel versteckt in seinem Stiefel. Muss zu einem Schlüsselloch passen. Nein, echt? Ganz in der Nähe. So einem Schlüsselloch. Mach, erzähl doch keinen Scheiß, Geralt. Ein Schlüssel zu einem Schlüsselloch. Wie war das bei Fluch der Karibik nochmal? Das ist die Zeichnung eines Schlüssels. Ein Luftzug. Da muss ein Spalt unter den Trümmern sein. Schlüssel schließt. Ich sollte wohl etwas Dinge auf. So. Das Ding ist aufgeschlossen. Bitte einmal benutzen. Okay. Der Miss Tamara Strenger, Tochter des blutigen Barons, vermutlich entführt. Großzügige Belohnung für denjenigen, den sie findet. Der Punkt, der sie findet und zurückbringt. Okay. Verirrtes Weiblein. Wertsachen nicht weggeschlossen. Fast als Auslage. Verstand verloren? Oder. Interessant. Aber irgendwie auch zu erwarten. Ein Bestandsbuch. Bezahlung für einen Getreidesack. Fälliger Betrag für eine Ladung Holzkohle. Hendrik tarnte sich als Händler. Was ist das? Notizen zwischen den Einträgen. Schlau. Interessante Überschriften. Vermisst und gesucht. Subjekt in Skellige und auch in Novigrad gesichtet. Aussehen unverändert. Aschgraues Haar. Gesicht mit Narbe. Meidet den Kontakt mit anderen. Betrunkenes Schwein. Der sogenannte Baron brachte das Subjekt in seiner Burg unter. Oder besser, in seiner widerrechtlich besetzten Festung. Grund unbekannt. Sprich mit dem Baron in Krähenfels. Kampf mit einer Hexe. Das Subjekt landete im Sumpf und trat einer Hexe entgegen. Es kam zum Streit, Ursache unbekannt. Finde die Hexe. Rede mit den Bauern in Mittelhain. Vorsicht ist angebracht. Ich werde beobachtet, von wem und warum auch immer. Verstörende Hinweise. Der Hund ist weggelaufen. Wasser im Eimer ist festgefroren. Seltsames Glühen am Himmel beobachtet. Schlechtes Omen, sagen die Bauern. Sie haben mitbekommen, dass Hendrik nach Ciri sucht. Darum die Folter. Ich bin zu spät. Mein einziger Hinweis, der Baron. Und eine Hexe. Verdammt. Ja, und meine Fragezeichen über dem Kopf häufen sich. Ich glaube, das wird auch nicht mehr abnehmen. Doch, am Ende des Spiels bestimmt. Hoffe ich. Okay. Begib dich zur Burg des Barons. Ja. Was haben wir denn hier noch alles? Hexenjagd. Finde die Hexe auf eigene Faust oder befrage die Bewohner mit der Hand nach ihr. Mhm. Ja, klar. Den Hexenauftrag lassen wir dann doch nochmal, ne? Ich glaube, das machen wir noch nicht. Wo ist das? Da ganz unten. Blutige Baron wäre halt hier, glaube ich, oder? Huch. Das war die falsche Taste. Ja, da. Wo machen wir das als erstes?
und gehen dahin. Ich werde jetzt aber mal nicht mit Blitz reiten, sondern mal zu Fuß gehen. Und einmal speichern. Ich bin frei, dass wir bald sterben. Also kann ich mich halt besser umsehen. Und auch besser Leute töten. Wenn sie mir zu nahe kommen sollten. Und, ja, Alchemie-Sachen sammeln. So, bis um 3 werde ich auch noch machen, denke ich. Wenn ich nicht so doll Rückenschmerzen kriege. Danach werde ich wahrscheinlich auch ins Bett gehen. So, Tachchen. Au. Ach, du grüne Neune. Hat sich mal einer euer Level angeguckt? Aua. Joi. Oh je, das. Die Musik ist echt episch. Ja, das auf jeden Fall. Ich liebe diese Musik hier drin. Ich habe sogar eine Playlist auf dem Handy mit der Musik. Weil ich die damals so cool fand. Und auch heute noch. Ne, das Fistack nehmen wir mal nicht mit. Den Zwergenschnaps nehmen wir mit. Dann nehmen wir sowieso alles mit. Achso. Die muss ich wieder anwenden. Mal. Wahrscheinlich wäre es gar nicht nötig gewesen. Egal. Ich habe wieder eh zu selten Zeichen. Mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Gut, mehr gibt es hier nicht. Ja, wir hätten einfach durchgehen können. Egal. Egal, egal. Egal, egal. Es ist egal. Schildkraut nehmen wir mit. Schon ja, das ist echt cool aus. Kann mich gar nicht satt dran sehen. Am liebsten würde ich, glaube ich, doch stundenlang weiterspielen. Ewig geht das leider nicht. Wie gesagt, bis 3 Uhr mache ich. Und danach können wir uns auf Freitag freuen. Vor allem, wenn ich das hier dann als Entspannungsspiel nach Crash Bandicoot spielen kann. Ich bin auch so froh, wenn ich Crash Bandicoot endlich durch habe. Das ist einfach ein Frustrationsspiel. Tachchen. Gut. Topfschnitt hat nichts weiter dazu zu sagen. In Ähnlichkeit mit Rohan. Wenn du das mal sagst, soll ich es probieren. Ich besitze sogar 2 Dark Souls-Spiele. Ich glaube, Dark Souls 2 und 3. Und Bloodborne habe ich auch. Doch, Bloodborne habe ich. Also, Bloodborne habe ich tatsächlich schon mal gespielt. Die Götter haben sich von uns abgewandt.
wenn man Spiel nennen kann. An Dark Souls habe ich mich noch nicht rangetraut. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das für mich streamtauglich wäre. Denn ich befürchte, dass dabei was zu Bruch gehen würde. Ich glaube, das ist eher ein Spiel, was ich vielleicht wirklich alleine spielen sollte. So viel Ruhe kann ich, glaube ich, gar nicht aufbringen. Das fällt mir ja bei Crash gerade schon schwer. Crash Bandicoot kann ich nicht länger als 2 Stunden spielen, ohne dass ich einen kompletten Raster kriege. Halt! Wer ist da? Huch. Ist der Baron zu Hause? Meine schwere Spiele sind ja okay, oder herausfordernde Gegner. Aber auch nur unfair. Nee. Ich will die schöne Königin Cerro ficken. Hab den schon mal gesehen. In der Taverne am Scheideweg. Du warst erst kürzlich also ich habe hier. Du wolltest doch brav deine ganz viele Videos zugesehen. Und finde es auch echt geil. Aber ich glaube, ich wäre irgendwann einfach zu frustriert. Ich meine, mir hat Witcher jetzt schon gereicht, die Kämpfe gestern und vorgestern. Ich glaube, Dark Souls würde mich umbringen. Hingeführt. Ich muss den Baron sprechen. Ja, das sieht ja. Und warum? Das ist nur für seine. Genauso Stimmt. wie Neo. Lothrin, lass ihn eintreten. Falls dir das was sagt. Wir sind ihm zahlenmäßig überlegen, wenn er Ärger macht. Neo 1. Das habe ich jetzt angefangen auf der Öffnet PS4. Das Tor. Feldwebel! Adal! Der Hexer will den Baron sehen. Mach ja keinen Ärger. Geiles Spiel. Verstanden. Was denkst du nur? Das wird Samurai Dark Souls. Yep. Auch bockschwer. Bockschwer, der Mist. Er nannte dich Feldwebel. Bist du ein temerischer Soldat? Geht dich nichts an. Deserteur? Die temerische Armee gibt es nicht mehr. Was tut ihr dann hier? Das halt irgendwie so nicht. Wir hatten die Wahl. Na gut, das ist ja Geschmackssache. Also ich fand's echt richtig geil. Leben führen. Oder Widerstand üben. Uns den Freischärlern aber ich, Frustrationslevel ganz weit da oben. Ganz weit. Und der Baron ist euer Anführer? Das funktioniert nicht. Ja, Anführer. Vielleicht probier es irgendwann wirklich mal, aber... Da muss einiges passieren. Vielleicht, wenn das irgendwann mal in der Abstimmung oder in der Umfrage kommt. Oder sich wirklich zu mehreren gewünscht wird, dann lasse ich mich zu breit schlagen. Das waren Bälle. Annie und ich haben einige mitgemacht. Wie wir tanzten und uns drehten. Oh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Genug. Egal, wie du es anstellst. Die Lieferungen müssen wöchentlich erfolgen. Bleibt dir nicht zum Tee? Nein. Du hast noch einen anderen Gast. Das ist der Baron, ja. Ich finde die Stimme vom Baron richtig geil. Sieh einer an. Ich mag Bleiben die richtig. Nicht mal zum Tee. Faseln über Kultur, aber haben keine Ahnung davon. Hatte ich jetzt gerade auch erst in dem Spiel, die Stimme vom Baron. Ich glaube in... Seasons After Fall. War nämlich eben das erste, woran ich gedacht habe. Als ich die Stimme gehört habe. Ach, was ist das, was ich in Teil 3 gemacht habe? Okay. Also ich habe jetzt bei einem anderen Streamer, der auch gerade mit Witcher 3 angefangen hatte, da habe ich Bruchteile von gesehen. Wollte mich aber halt nicht spoilern lassen, deswegen habe ich halt wieder ausgemacht. Sah zumindest interessant aus. Ich weiß nur nicht, wann das kommt. Da ich das aber gar nicht genauer wissen will, sage ich da auch lieber gar nichts zu, weil ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Könnte ich mir vorstellen. War irgendwo in so einem komischen Sumpf auf jeden Fall. Zumindest... tauchte da der komische Baron da mit auf. Da habe ich dann aber ganz schnell wieder ausgemacht. Weil wie gesagt, Spoiler und so. Okay, gut.
Dann gehört das zumindest dazu. Das weiß ich dann schon mal. Komm schon noch, ja. Komm ich früher hin, als mir wahrscheinlich lieb ist. Über Fremde. Da hast du recht. Ich weiß, wer du bist. Und ich weiß auch, warum du hier bist. Wir reden drinnen. Fühl dich wie zu Hause. So, wo ist der verdammte Wodka? Ja, das ist auch das Erste, wonach ich suche, wenn ich nach Hause komme. Ah, da ist er ja. Ein Schlückchen? Warum nicht? Ganz nach meinem Geschmack. Nach Volltests Tod und Nathalies Verschwinden. Verdammt, auf welche anständigen Temeria kann man heute noch trinken? Oh Gott, wir waren nochmal Nathalies. Ach, nicht? Ja, ich weiß es. Ich weiß wieder. Sonst glaube ich, dass ich es weiß. War doch, glaube ich, die komische Tuse da, in der wir die Kinder geholt haben. Ich bin Philipp Strenger. Doch in den Dörfern hier nennt man mich den blutigen Baron. Geralt von Riva. In den Dörfern nennen sie mich den Schlechter von Blaviken. Ich sagte doch schon, ich weiß, wer du bist. Das Jeder weiß, wer ich bin. Das ist der einzige Grund für unser Gespräch. Gefällt es dir in Velen? Ja, da ich mir das erste Mal das richtig angucken kann. Toller Ort. Überall Sümpfe, Moore. Diese Begeisterung. Ganz genau. Wenn hier jemand vom Weg abkommt, findet man ihn kaum wieder. Wie in dem Sumpf um Süß immer rum im ersten Teil. Viele haben hier ihre Liebsten verloren. Manche ihre Frauen, andere ihre Töchter. Und manche beides. Vielleicht. Komm endlich zur Sache. Und manche ihre Väter. Ciri, ihretwegen bist du gekommen, richtig? Sie war also hier. Sie kam vor einiger Zeit hierher, erschöpft, verwundet und stank wie ein nasser Hund nach einer Jagd. Wie ich erfuhr, kam sie aus dem Sumpf. Sie sagte, Monster aus dem Wald hätten sie vor dem Dorf angegriffen. Ich darf Ciri spielen. Wenn du als Ciri spielst, hast du keinen Zugriff auf das Inventar und kannst keine Zeichen wirken. Das war knapp. Ich muss hier weg. Ich darf echt meinen Lieblingscharakter spielen. Okay, jetzt bin ich happy. Ja, ich laufe jetzt stundenlang hier einfach nur so rum. Ich darf sie spielen. So, Fangirl-Modus wieder ausschalten. Oh Gott, so. Scheiße. Wir sammeln hier trotzdem. Auch wenn wir das Inventar nicht aufrufen können, wir sammeln. Wir wissen ja nicht, wofür wir es brauchen. Sie braucht Hilfe. Was? Alter, wie geil! Okay, ich liebe Ciri. Ich liebe sie.
kannst wieder runterkommen. Hätte er diese Augen. Hallo. Hast du dich verirrt? Ein bisschen schon. Und du? Ja. Aber auch nur ein bisschen. Du meinst, du weißt, wo es lang geht? Nicht ganz. Noch nicht. Aber zusammen finden wir den Weg bestimmt. Was ist dir denn passiert? Das? Ist gar nichts. Wie bist du denn hierher gekommen? Mit meinem Vater. Ich sollte dem süßen Pfad folgen und essen, was ich mag. Er wollte warten. Also habe ich das gemacht. Aber dann wollte ich einen Schmetterling fangen und kam vom Weg ab. Wirkt trotzdem ein bisschen wie Hänsel und Gretel. Warum wollte dein Vater, dass du dem süßen Pfad folgst? Weil wir nichts mehr zum Frühstück hatten. Verstehe ich nicht. Ich war böse. Hab den Milchkrug zerbrochen. Deine Eltern waren wohl wütend. Mutter fand, ich sollte Haue kriegen. Aber Vater sagte, es gibt sowieso zu viele Mäuler zu stopfen. Ah, okay. Mich zum süßen Pfad zu schicken, wäre die Lösung. Also tatsächlich sowas wie bei Hänsel und Gretel? Du und dein Vater. Wann seid ihr aufgebrochen? Heute früh. Hat die Sonne euch das Gesicht oder den Rücken gewärmt? Den Rücken. Dann müssen wir nach Osten. Etwas. Komm. Ja, da war das auch so, dass ihr die Kinder da weggeschickt habt. Und ich sag deinen Eltern, dass sie keine Kinder im Wald verlieren dürfen. Wir können nicht heim. Und sie sich dann da diese Brotkrumen gelegt hatten. Na gut, es gibt da ja verschiedene Versionen von. Wölfe haben keinen König. Diese schon. Hast du ihn gesehen? Ja. Naja, von hinter einem Baum. Er war riesig, mit großen Augen und Zähnen. Und er war schrecklich fürchterlich. Schau, was ich auf dem Rücken hab. Wölfe fürchten es. Könige auch. Komm, ich helf dir hoch. Ich wäre ja dafür, dass es ein ganzes Spiel nur, also ein ganzes Spiel nur für Tiere gibt. Wo wir einfach nur sie spielen. Das wäre cool. Wölfe! Ja. Alter, bleib doch mal stehen. Gott, diese Musik. Du kannst jetzt rauskommen. Kann das richtige Leben nicht auch mit dieser Musik untermalt werden? Meiner könnte noch viel mehr. Komm. Ich nehme nicht an, dass du jetzt ihren leiblichen Vater meinst. Was denn? Oh, massakriert. Von einem etwas ist mit doch enormen so. Klammern. Also ich find's cool. Gut abgenagt. So. Wo müssen wir lang? Führe uns, kleines Kind, führe uns. Das nehme ich auch nochmal mit. Lauf. Schau mal! Da ist etwas! Eben Konflikt auf dem Hintergrund der Band auf dem Spiel dann. Ja! Ey, das wäre doch mega cool, oder? Bleib hier. Geh nicht weiter. Also ich fand das geil. Nichts aber, bleib hier. Ich muss mir was ansehen. Ich würde das Ganze nochmal so ein bisschen aufpeppen. Das Leben nur noch heute so langweilig.
langweilig. Aber es wäre schon cool. Blut unterlaufen, aber noch feucht. Noch nicht lange tot. Lippen geöffnet, geschwollen. Zunge zerbissen. Große Schmerzen vor dem Tod. Das glaube ich. Oh, Brust zerschmettert. Lunge wohl von den Rippen. Das erinnert mich so ein bisschen an Walking Dead gerade. Etwas hat ihn gepackt und gegen den Baum geschmettert. Das Bein abgerissen? Nein, abgebissen. Oh, das ist furchtbar. Bleib da und sieh weg. Was ist das? Kein Mark mehr. Interessant. Mal sehen. Oh, die Leber ist weg. Wo sitzt du in seinem Bauch? Würdest du mal nach deinen Schnürsenkeln sehen? Wie trocken sie das auch einfach sagt. Oh, die Leber ist weg. Ja. Warum nicht? Sieht man jeden Tag. Wolfskönig gibt es wohl wirklich. Aber er ist ein Werwolf. Was ist mit ihm passiert? Er hatte einen Unfall. Klar. Das war der Wolfskönig. Seit wann sind Kinder so schlau? Und was, wenn der Wolfskönig uns findet? Gute Frage. Dann frisst du uns zum Mittag. Ich habe kein Silber, aber kann Klingenöl machen. Öl? So wie wir es aus Rapsamen machen? Nein, ein viel spezielleres Öl. Aus Hundeteig, Wolfsbarn, Hundspetersilie und Wolfsleber. Wird dem Wolfskönig schlimme Schmerzen bereiten. Du bist klug. Woher weißt du so etwas? Von deinem Vater? Nein, von meinem Onkel. Onkel Wesemir. Dann mir Hundspetersilie. Nee, das ist ein bisschen zweig. Hundspetersilie. Hundspetersilie. Gibt es wo? Nee, das ist Wolfsbann. Wolfsbann brauchen wir nicht. Das ist Mistelzweig. Wölfe. Aua, aua. Ich töte ja nicht gerne Wölfe, aber diese hier sind echt böse. Die haben keinen Knochen verdient. Und tschüss. Ah! Sie sind weg. Du kannst rauskommen. Ich habe die Hundspetersilie gefunden. Da wird der Wolfskönig wütend sein. So. So, jetzt habe ich alles. Fehlt nur noch ein Feuerplätzchen, wo ich das Öl in Ruhe herstellen kann. Meine Klinge ein. So. Mal sehen, wie wirksam Onkel Wesemirs Rezepte sind.
Kind glaubt schneller. Schicken Eltern ihre Kinder oft den Süßigkeiten hinterher? Manchmal die Kinder, manchmal gehen sie auch selbst. Und kehren sie zurück? Nein, warum auch? Am Ende des Wegs gibt es genug zu essen. Mhm. Hier lang! Durch die Höhle! Geh voran! Lauf! Schneller! Sonst setzt das was. Gibt Peitschenhiebe. Bisschen finster hier. Hast du Angst? Und du? Nein. Dann habe ich auch keine. Was? Der Wolfskönig. Glaubst du mir jetzt? Ja, versteck dich. Huch. Ne? Mann, dem hast du es aber gegeben? Sowas habe ich noch nie gesehen. Nee, ich auch nicht. Du kannst rauskommen. Na komm. Dein Glück, dass wir hier entlang gekommen sind. Im Wald hatte jemand weniger Glück. Das muss Jahren sein. Wir kamen aus Mittelhain, als das Vieh angriff. Ich konnte fliehen, aber Jahren. Die Kleine. Keine Details. Habt ihr Verbandszeug zu Hause? Und Branntwein? Leider habe ich ein, zwei Hiebe abgekriegt. Nein, Fräulein, doch. Mein Herr ist ein mächtiger Mann, der hilft dir bestimmt. Vielleicht belohnt er dich sogar für deine Tat. Na schön. Bring uns zu deinem Herrn. Wen hast du denn da angeschleppt, Mann? Das ist nicht meine Tochter. Die Kleine auch nicht? Nein, verdammt. Ich kenne doch mein Kind. Die Große mag nicht deine sein, doch die Ähnlichkeit ist verblüffend. Also, was ist mit der Ähnlichkeit? Von der Ähnlichkeit. Du wirst nicht einen beschissenen Kopper sehen. Verschwinde, sonst werde ich die Hunde loslassen. Lass die Hunde los. Na, schmeckt der Eintopf? Sehr gut, danke. Lange nichts gegessen. Offensichtlich. Schön, dass es dir schmeckt. Dann wartet ein Bad nach dem Essen. Und etwas Schlaf wäre auch nicht schlecht. Gretka kann im Winkel hinterm Herd schlafen. Und du im Gästezimmer gegenüber der Küche. Danke, ich... Iss jetzt. Wir reden, wenn du ausgeruht bist. Ich befahl den Männern, sie zu bewachen und ließ sie schlafen. Und? Das erzähle ich dir ein andermal. War klar. Diese Information kriege ich wohl nicht umsonst. Kluger Kopf. Ich bedauere deinen Verlust. Doch meine Frau und meine Tochter sind auch verschollen. Hier ist mein Vorschlag. Finde meine Lieben und ich erzähle dir alles, was ich über dein Mädchen weiß. Gut, ich helfe dir. Ich suche deine Familie, aber dann rückst du mit allem raus, was du weißt. Mein Wort darauf. Wache!
Dieser Mann steht unter meinem Schutz. Niemand darf ihn belästigen. Klotz nicht so. Wachsen mir Hörner? Nimm's als Zeichen meines guten Willens. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Sie sind nach Neumond verschwunden. Wie von Schatten verschluckt. Was meinst du mit verschwunden? Genau das. Ich bin eines Morgens aufgewacht und sie waren weg. Ich muss noch viel mehr wissen. Kann ich ihre Zimmer sehen? Wozu? Ich brauche Hinweise, Anhaltspunkte. Ich lasse keinen Fremden an ihre Sachen. Um Gottes Willen. Soll ich sie finden oder nicht? Ja, schon. Wir lassen einfach die Spürhunde los. Dann lass mich dorthin. Gut. Aber ich gehe mit. Die Türen sind ohnehin verschlossen. Ja, glaubst du, ich brech da ein oder was? Stufe 4. Sehr schön. Nein, nicht die Tochter Tür zumachen. Meine liebte Tiere, als sie noch klein war. Einmal sah sie einen Hirschkopf an der Wand. Und was fragte sie da? Keine Ahnung. Papa, ist der Rest vom Hirsch auf der anderen Seite? Stell dir das nur vor. So eine Trophäe. Das arme Schwein, das ihr was antut. Ich zieh ihm die Haut bei lebendigem Leib ab. Es macht keiner von innen auf. Hier ist es. Verdammt, sie klemmt schon wieder. Ach so. Okay. Unsere Schlafkammer. Tamaras Zimmer ist dort. Mhm. Bring aber nichts durcheinander. Bei ihrer Rückkehr soll alles so sein, wie sie es verlassen haben. Ein Kerzenleuchter aus Holz. Der Schaft ist gebrochen. Gut. Den machen wir noch mal schnell. Aus. Hier hing etwas. Huch. Das Bild, die Größe stimmt. Schnittblumen. Er erwartet sie jederzeit zurück. Oder hofft es. Und noch ein Bild. Der Baron und seine Frau. Sie sehen glücklich aus. Naja. Glücklich? Was ist das? Aha. Wer wohl das Loch verborgen hat? Und was auf der anderen Seite ist? Es wird interessant. Das Holzstück sieht aus wie der Schaft eines Kerzenleuchters. Das ist kein Zufall. Hier könnte der Kampf stattgefunden haben. Ich muss nach Hinweisen suchen. Okay. Tiefe Kerben, geschlagen mit einem schweren Gegenstand. Der Rest des Leuchters und Weinflecken. Jemand hat eine Flasche zerschlagen. Aus Toussaint. Ja, Hervelus. Der Geruch ist noch da. Bin gespannt, wo er mich hinführt. Ach, okay, das soll hier der Geruch sein. Ja. Mist, hier ist Schluss mit der Spur. Vielleicht finde ich was anderes. Fichtenholz. Riecht nach Wacholderweihrauch. Wohl ein volkstümlicher Schutztalisman. Die Frage ist, wogegen soll der schützen? Mehr werde ich hier wohl nicht finden. Na, Suche beendet? Jupp. Kennst du dieses Amulett? Ja. Anna trug es seit einiger Zeit. Weißt du, woher sie es hatte? Nein. Gibt es Hexen oder weise Frauen in der Gegend? Einen Weideler in der Nähe von Schwarzzweig. Und eine weise Frau in Mittelhain. Aber über die weiß ich nicht viel. Sie wohnt noch nicht lange dort. Hätte Anna so jemanden gebraucht, wäre sie zum Weideler gegangen und nicht zu der Frau. Bei Fremden war sie vorsichtig. Ich habe Kampfspuren gefunden. Weißt du etwas darüber? Kampfspuren? Wovon redest du? Jemand ist angegriffen worden. Vermutlich deine Frau.
oder deine Tochter. Die Person hat versucht, sich mit einem Kerzenleuchter zu verteidigen. Hat ein Loch in die Wand geschlagen. Gekämpft wurde auch. Davon weiß ich nichts. In der Nacht war ich betrunken. Ich weiß nichts mehr. Als ich aufwachte, waren sie fort. Ihr wart ja nicht alleine in der Burg. Hat einer deiner Männer was gehört? Dreimal habe ich diese Hundesöhne gefragt, ob sie was gehört oder gesehen haben. Aber nichts. Keiner von ihnen. Der ganze Treppenabsatz riecht nach Wein. Was kannst du mir darüber sagen? Muss einer der Jungs gewesen sein. Alles Säufer. Du gibst deinen Männern Erbelüs? Oh, verdammt. Ich kann ihn auch selbst verschüttet haben. Ich hab dir doch gesagt, dass ich in der Nacht voll war. Welche Rolle spielt's? In der Burg riecht es doch überall nach Wein. Das macht's nicht gerade vertrauenserweckend, ne? Ich sollte mit diesem Weideler reden. Sei gewarnt, er ist schwierig. Angeblich hat er seinen Vater als Kind mit einer Axt erschlagen und ist dann verrückt geworden. Jetzt soll er Geister sehen und seine Ziege vögeln. Seine Hobbys interessieren mich. Ja, wenn's Spaß macht, ne? Ich will ihn nach dem Amulett fragen. Gut. Haben wir doch schon mal gut was geschafft, würde ich sagen. Jeder hat halt andere Hobbys, ja. Wobei ich dieses Hobby sehr fragwürdig finde, aber... Naja, jedem das seine. So. Was faselst du? Dann speichern wir jetzt hier einmal. Dann würde ich sagen, machen wir am Freitag weiter.